Dann muss das doch irgendwie anders zu machen sein. Ist ja hier oben, okay. So. Wo kann ich denn springen? Okay, das klappt schon. So schnell kann doch nicht alles zuwuchern. Erzählt man nicht. Schwarzes Knochenart. Gucken wir uns das mal an. Was kann es? Ist das überhaupt ein schwarzes? Ja, ne? Ja, das, naja. Ob sich das jetzt hier lohnt hat, hör mal, das kann ich ja schon fast Zeit verschwenden. Ist auch nichts mehr sonst, ne? Böse Hexe, ja, schön. Kannst du da noch was machen? Hier ist auch noch eine, irgendwer tot. Ach, das ist ein Rundgang. Alles klar, hätte ich mir sparen können. Ja, hör mal, das war jetzt ja nix, ne? Okay. Werden wir hier sterben, wenn wir runterfallen? Wahrscheinlich, oder? Ich versuch's trotzdem mal. So. Ach, guck mal, hier geht's doch. So, und ab geht's. Haben wir dann alles geholt? Verdammt. So. Und, oh, das war ein bisschen sehr hoch, glaube ich. Upsi dupsi. Benutzen. Ja, dann wollte auch. So, jetzt können wir noch mal richtig weiter schauen. Okay, also hier ist wirklich... Also, wer braucht denn die nicht zu eliminieren? Weil die sind ja eh alle gestorben. Kaiserin Delilahs neue Pläne. Ne, das haben wir schon gelesen. Wahlknochen. Desertieren. Weaver, das war's, Kumpel. Letzte Nacht haben meine Jilly und ich beschlossen, Dunwall zu verlassen. Du kennst mich, ich war der Stadtwache immer treu. Dachte nie, dass ich mal desertieren würde. Aber es geht nicht anders. Ich verliere den Verstand hier im Tower mit Delilah und ihren Anhängern. Was ich letzte Woche alles miterlebt habe. Mortimer Ramsay hat behauptet, Kaiserin Emily sei eine Verräterin und Lord Corvo bringe Adelige um die Ecke. Und ich habe ihm geglaubt, naiv wie ich war. Wir sind alle darauf reingefallen. Jetzt ist alles 10-mal schlimmer, als es je war. Jilly und ich gehen nach Poolwick. Ihre Schwester hat dort einen Hof, also mach's gut und viel Glück. Wenn du in die Gegend kommst, schulde ich dir ein paar Drinks. Und vergiss nicht unser Motto, schön den Kopf unten halten. Patterson. Ja, kann ich verstehen. Okay. So. Das machen wir nicht. Egal, was da jetzt los ist, machen wir nicht. Wissen wir auch gar nicht, oder? Lebt noch einer?
Reden Sie mit mir. Mit wem soll ich reden? Schauen Sie nur. Eine Geschichte, hinter der noch mehr steckt. Okay. Missionsbefehle. Bruder Fitz, ich wünsche dir Mut auf deiner Expedition ins Herz der Korruption, zum einst strahlenden Dunwall Tower. Wisse, dass Delilah neben ihrer okkulten Ketzerei auch voller Heimtücke steckt. Sei wachsam, stürme den Tower und schütze Oberaufseher Coolen mit deinem Leben. Er wird uns auf den rechten Pfad zurückführen. Und noch etwas. Seit Jahren ranken sich Gerüchte um den kaiserlichen Schutzherrn. Wenn du siegreich warst, dann begib dich alleine in seine Gemächer und suche nach Hinweisen auf Ketzerei. Berichte anschließend allein mir davon. Mein Leben für den Orden und den Orden des Orakels. Schwester Rosewyn. Ich sah den Sturz des Oberaufsehers. Alles ist verloren. Verschwinden Sie. Der Orden hat den Tower angegriffen? Irgendwie wurden wir besiegt. Nicht nur durch Delilahs Hexen und Grabhunde, auch durch mechanische Menschen, automatische Soldaten. Die alte Musik war nutzlos gegen sie. Ruhen Sie sich aus. Ich werde Delilahs Herrschaft beenden. Ich schwöre es. An der Pforte des Todes rieche ich die Verderbnis des Nichts. Ein Ketzer gegen einen Ketzer. Lachhaft. Die Welt ist verdammt. Okay. Ja, doof ist er nicht. Ich hab getan, was ich konnte. Habe dem Orden bestmöglich gedient. Ich habe die Gebote vollkommen verinnerlicht. Hätte ich den Oberaufseher doch nur beschützen können. Ja, tut mir leid für dich. Deine Mission hast du nicht erfüllt. Ketzer gegen einen Ketzer. Ja, lustig ist das, ne? Dunwall Tower. Müssen wir jetzt doch das Ding aktivieren? Oder können wir auch drüber jumpen? Nee, ne? Also brauche ich jetzt ernsthaft einen Walöltank? Nö, ne? Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ich meine, wahrscheinlich. Nein? Es geht nicht. Das ist seltsam. Okay, also muss ich doch. Ich habe hier aber keinen Walöltank gesehen. Ich glaube nicht, dass ich den von einer Instanz in die nächste tragen kann. Aber weißt du was? Das ist doch einmal eine einmalige Gelegenheit. Oh mein Gott, ich komme damit nicht klar. Hab ich den jetzt? Wo ist denn der? Komm mit. Wow, hat nicht geklappt. Warte, ich muss noch ein bisschen weiter rein, glaube ich. Ah, das hat geklappt. So. Tote. Diese hässlichen Hexenpflanzen. Okay. Sie hat scheinbar nicht nur unseren Vater versteinert. Ich speichere mal. Bitches, krass drauf.
Ist bestimmt Delilahs Werk. Ja. Wessen sonst? Der Schurz ist ja jetzt nutzlos. Er hat keine Kräfte mehr. Wir suchen das. Zerstoßen und mischen für tiefstes Schwarz. Artemis 7, mischen, okay. Alle erledigt. Ah, ich drücke einfach den Knopf, ey. So, was kann das? Explodierende Flaschen verursachen Schaden in einem größeren Radius. Ja gut, interessiert mich nicht. So. Kann ich noch aus? Nein, kann ich nicht. Ist auch sonst nichts mehr, ne? Okay, da ist eine Hexe. Würde ich sehr gerne kaputt machen. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen, was trinken. Okay, ich glaube, das mache ich jetzt mal. Tut mir leid. Ich habe mit dieser Erkältung immer noch Schwierigkeiten. Und ich werde ständig krank, es regt mich auf. So, dann würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry für den Hustanfall. Ich trinke lieber nochmal was nach. Ich habe jetzt auch mal gelüftet, deswegen habe ich jetzt die Decke umgelegt, weil es sehr kalt wurde. Wir haben tatsächlich immer noch Minusgrade. Zwischendurch. So. Hier haben wir die Hexe umgelegt. Hatten wir hier noch was? Also hier ist dieser Vorgarten. Nee, ist es nicht. Da sind wir gerade hochgegangen. Hä, der hat sich aber schlechte Arbeit geleistet. Das, die hätte doch Wache halten müssen. Ich denke mal, an vielen kann man sich auch vorbeischleichen, aber... noch ehrgeizig, ne? Ich speichere nochmal kurz. Kein Chaos anrichten. Frisch gepflückt ist doch am besten. Hä? Hammer, das war nicht geplant, ne? Er ist fast in die Hose gegangen. Dann können wir die alle gleichzeitig schlafen legen. Vielleicht war es nur der Wind. Und das machen wir jetzt auch. Oh nein. Ja, aber wir müssen die töten. Oh, was shit. Ist denn mit deinem Spielzeug? Die entkommt mir nicht. Alter, wie hässlich du bist. Oh nein, nein, nein.
Ach, Alter, hat uns der Hund einfach zerfleischt. Habt ihr das gesehen? Ja, hätte klappen können. Ich habe das doch so schön eingefädelt, Mensch, hör mal. Der Hund ist hier schon. Na gut, das ist ärgerlich. Warte. Können wir das direkt irgendwie so machen, dass wir hinter die kommen? Nächstes Mal versuche ich es bei zunehmendem Dreiviertelmond. Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter. Als einzige wüsste, wie man schwarze Alraune sammeln. Ich höre, Gebieterin. Ich bin treu ergeben. Ja, ja, ja. Versuch's einfach. Was ist hier los? Sehen wir uns hier mal um. Einfach versuchen. Da stimmt was nicht. Ist da jemand? Oh shit. Ich hab den falschen. Wer ist da? Die entkommt. Och, das ist ernsthaft jetzt. Das verdient die Gabe der Magie nicht. Wirst du mal in den Kreis, ohne dein Gehirn und lerne die Trick so passend. Du willst vom Outsider zurück. Wer ist das? Eh keine Chance. Nun, wir sind hier. Ja, das. Ich weiß nicht, warum ich so ein Pech mit sowas hab, ne? Ich habe die so schön alle markiert und dann habe ich mich geportet und vergessen, dass ich das Markieren nicht mehr drin habe. Ja, komm. Was soll das heißen, sie ist Delilahs Favoritin? Das weiß sie nicht. Ich bin doch ihre Favoritin. Warum auch nicht? Ich helfe dir! So, markieren. Hallo? Was ist hier los? Hirn. Suche die. Wenn ich Glück habe, klappt's. Gut. Was? Eine ist übrig. Irgendwas ist los. Dabei wollte ich mich gerade entspannen. Ist das... Wer ist das? Sie entkommt mir nicht! Ja, komm. Komm zurück! Komm. Wie willst du sterben? Ich hätte einen Au. Den. Okay, haben wir die jetzt? Speicher mal schnell. So hässlich, ne? Obercringe. So, diese scheiß Geisterhunde lassen wir einfach in Ruhe. Und da unten geht's auch noch irgendwo hin. Ein Apfel. Kann ich den essen? Kann ich nicht. Aber der ist nicht mehr gut genug für die Kaiserin, ne? Weiße Ratte, weiße Ratte. Die Algen sind ganz trocken, aber so kann man sie einfacher sammeln. Nicht so dreckig. Man riecht sie trotzdem. Wie viele... Ist mir egal, was ihr da erzählt. Ja.
das denn? Okay. Hier wäre das mit der Ratte gegangen, ne? Kann ich das mit meiner Schattengestalt? Jetzt nicht. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich hier rein? Auch nicht. Okay, ja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Kann ich denn das ranpullen? Nicht so, ne? Ich kann mich halt nicht in eine Ratte verwandeln. Ich kann ja dadurch nur Rattengänge nutzen. Das ist ja kein Rattengang. Hier? Hier.